Sonntag, 2. September 2012, 11 Uhr. Das Startsignal zum 23. Bremer Kindertag gaben Jürgen Linke vom LBSV, Schauspieler Erik Rossbander, Bürgerparkdirektor Tim Grossmann und Moderator Malte Jansen. Und wieder kamen über 50.000 kleine und große Bremer zu diesem Event für den guten Zweck. Maximilian Pett befragte zunächst den Bürgerparkdirektor. Wie wichtig ist denn der Kindertag jetzt für den Bürgerpark? Der ist sehr wichtig, weil wir dadurch die Familien in den Park bekommen und die Gäste auch auf den Bürgerpark aufmerksam machen können und die Kinder von vornherein gleich in den Park sich einfügen können und auch die Wertschätzung gleich kennenlernen. In diesem Jahr gab es knapp 100 Stände, wo sich die Kinder betätigen konnten. Am Stand des Weserkuriers konnten sich die Kinder vom Zauberer Tim Jansen ein Tier aus Luftballons formen lassen. Auch schon früh am Mittag konnte er sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Zur Verzierung der Tiere gab es oft noch ein paar Striche mit dem Filzstift dazu. Wie ist das Gefühl, mit Kindern zusammenzuarbeiten? Ist gut, also ich mache das jetzt jahrelang oder 10 Jahre. Ja, macht immer wieder Spaß. Wie ist denn das Gefühl, wenn man den Luftballon dann an die Kinder übergibt? Ja, ist eigentlich ganz schön. Also sie freuen sich, eigentlich alle. Doch, nein, ist ganz nett. Nebenan konnte man gleich, wenn man wagemutig genug war, einen Fels erklimmen. Der erste Höhepunkt des Tages war dann der Auftrag von Laura Stern aus der gleichnamigen Serie aus dem Kinderkanal Kika. Der ist nicht aus Bremen, macht mal die Hand. Gelb, grün und los! Auch der SV Werder Bremen war vertreten, dieses Mal mit einer Turban und dem Glücksrad. Wir wollen auf jeden Fall präsent sein und die neue Marke Werder Bewegt präsentieren. Wir sind ja dafür da, für die ganzen sozialen Projekte und engagieren uns da schon seit Jahren jetzt auf dem Kindertag. Weiter auf unserem Rundgang konnte man an einem Stand einer Versicherung erste Verkehrsatmosphäre schnuppern. Was können denn die Kinder hier genau machen? Ja, zum einen sehen Sie, können Sie mit den Autos fahren, ein bisschen Verkehrssicherheitstraining haben wir hier im Angebot. Dann haben wir unser Maskottchen Ferdinand, der ist unterwegs, der ein bisschen auch für Unterhaltung sorgt. Ich weiß nicht, ob Sie den schon gesehen haben hier. Und wir haben noch einen Führerscheintest, hier kann man noch mal gucken, was hat man gerade für die Erwachsenen, für die Eltern, was hat man so an Wissen noch. Am ganzen Sonntag waren diverse Hüpfburgen immer gut ausgelastet. Weiter ging es zu einer Krankenkasse. Was können die Kinder denn hier machen? Wir haben hier zum Beispiel vorne eine Station. Da haben wir so einige Sachen aufgebaut, ein paar Lebensmittel, die sortieren Sie dann nach bitter, salzig, sauer und süß. Dann können Sie Obst und Gemüse erschmecken, Säfte und Obst ertasten und erfühlen und bekommen dann eine Kleinigkeit, wenn Sie alles richtig gemacht haben. Was können die Kinder denn hier bei Ihrem Stand machen? Also bei uns gibt es einmal den Fußfühlpfad, da können Sie mit nackten Füßen verschiedenste Materialien ertasten, so um ein bisschen zu gucken, Heu, Stroh gibt es hier, Kastanien, Steine, wie das in der Natur eigentlich auch so ist. Können Sie gucken, wie Sie das so erleben, mit geschlossenen Augen, ein bisschen raten, da kommt man ins Gespräch. Aller Anfang ist schwer. Maxi befragte ein paar Kinder zu ihren Erlebnissen. Wie sieht es bei euch aus? Ja, auch, also uns macht Spaß, zum Beispiel Klettern, Hüpfen, alles. Und wie oft seid ihr schon hier, wie oft wart ihr schon hier? Also letztes Jahr waren wir hier und ich glaube vorletztes Jahr auch, oder? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall letztes Jahr waren wir auch hier. Zu einem Kinderfest gehört Dosenwerfen. Auch hier konnten Kinder etwas gewinnen. Natürlich gab es auch Stände für das leibliche Wohl. Dann entdeckten wir den Stand des Landesbetriebssportverbandes. Warum engagieren Sie sich hier auf dem Kindertag? Ja, weil es mir Spaß macht und mit den Kindern macht es viel Freude. An diesem Stand können die füllen eine Karte aus mit ihrer Anschrift. Dann kriegen sie einen gasgefüllten Luftballon, da wird die Karte dran gebunden. Und so weit, wie der Luftballon fliegt und wenn es denn jemand findet und die zurückschickt, dann weil die am weitesten geflogen sind, die bekommen dann einen Preis. Und den Start eines solchen Luftballons erleben wir hier. Doch dann begann der Höhepunkt des Kindertages 2012. Die letztjährige Gewinnerin des Kinder-Oscars, Enne Jacobs von Kinderlaufen für Kinder, gab den Preis zurück, der dann anschließend von der Bremer Sozialsenatorin Anja Stahmann an die diesjährige Gewinnerin Sarah Wiener überreicht wurde. Sie bekam den Preis für ihr Projekt Kindgerechte Ernährung in Schulen und Kindergärten. Zu Ehren der Gewinnerin stiegen dann anschließend 100 Brieftauben im Bremer Himmel auf. Hier einmal ein Blick auf das lustige Treiben rund um den Markusbrunnen. Weiter ging es dann im Bühnenprogramm mit weiteren Programmpunkten wie Raimund Michels von Bremen 1860 und der Kinderstarkmachen-Show. Viele Kinder freuen sich schon auf den Kindertag im nächsten Jahr, wir auch.
Ja, das war der Kindertag im Bürgerpark 2012 bei Bombenwetter. Und dazu begrüße ich Jürgen Linke, Vorsitzender vom Landesbetriebssportverband Bremen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Herzlich willkommen, hätte ich beinahe gesagt. Dankeschön für die Einladung. Ja, gerne geschehen. Petrus meint es mit dem ganzen Familienjahr sehr, sehr gut. Wart ihr so mit dem Ergebnis vom Landesbetriebssportverband auch soweit zufrieden? Und gab es in diesem Jahr einen Besucherrekord? Ich will mal ganz anders darauf antworten. Ich plane zurzeit, dieses Wort Landesbetriebssportverband zu kürzen. Das ist meine nächste Aufgabe. Aber jetzt auf deine Frage. Ja, also das Wetter war super. Also es war top. Es war eine sagenhafte familiäre Atmosphäre auf dem ganzen Platz. Und bei 50.000 Besuchern von familiärer Atmosphäre zu sprechen, ich denke, das ist schon ein Höchstmaß an Positiven. 50.000 Besucher, das heißt viele, viele Helfer. Wie viele ehrenamtliche Helfer waren dabei? Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber es waren rund 700. Boah, das ist ja eine stolze Zahl. Können die sich bewerben bei euch oder habt ihr Nein. einen festen Personenkreis? Wir haben einen festen Personenkreis, die haben das fest im Kalender drin. Das heißt also zu Hochdeutsch, die fragen schon also quasi am Ende des Festes, wann müssen wir im nächsten Jahr wieder bereitstehen. Da gibt es überhaupt und Gott sei Dank keine Probleme. Wie hat es eigentlich vor 23 Jahren mal angefangen? Mit wie vielen Kindern und mit wie vielen Attraktionen? Also die genaue Zahl weiß ich nicht, aber ich sag's mal, es war so eine Größenordnung von etwa 50 Kindern. Und das ist also im Rahmen eines Ferienprojektes gewesen. Und dann sind also ein paar dazu gekommen, haben gesagt, wir müssen das also mal etwas größer machen. Wir wollen also auch einen Kinder-Oscar vergeben und. Und dann irgendwie schwuppdiwupp haben wir seit etwa so 13, 14 Jahren, ist das in dieser Größenordnung, weil wir so lange schon im Bürgerpark sind. Also das ist ein Selbstgänger. Toll. Aus welchen Gründen veranstaltet oder organisiert der LBSV diesen Kindertag? Was verspricht er sich davon? Naja, also ich bin ganz ehrlich, auch ein bisschen wollen wir natürlich den Namen Landesbetriebssportverband in den Fokus stellen. Mhm. Aber das ist sicherlich nicht unsere Prämisse. Unsere Aufgabe oder unser Wille ist es eigentlich, hier also etwas für Familien, für Kinder zu machen. Und wir wollen also auch sehr mildtätige Zwecke dort also mit unterstützen, wie wir es in diesem Jahr ja auch wieder gemacht haben. Wir wollen dort eine Plattform bilden für alles, was also für Kinder an Gefahren, also aufmerksam machen, was an Gefahren für Kinder also im täglichen Leben passieren kann. Und da haben wir ganz, ganz vielfältige Aktionen und auch Stände aufgebaut, um einfach zu sagen, Kinder, seid vorsichtig, sagt einfach ganz deutlich auch mal Nein. Toll. So ein Kindertag kostet sicherlich auch eine ganze Menge Geld. Trägt die Kosten oder werden die vom LBSV alleine übernommen oder gibt es auch Sponsoren? Naja, das können wir gar nicht alleine tragen. Also allein so eine Bühne kostet schon um die 20.000 bis 30.000 Euro mit der gesamten Technik dahinter. Und dann müssen wir Absperrungen und was also alles dazukommt, das kann man nicht alleine wuppen. Nein, wir sind da sehr, sehr, sehr dankbar, dass sich die Bremer Wirtschaft auch bereit erklärt hat, auch sehr stark finanziell bereit erklärt hat, uns in dieser Aufgabe zu unterstützen. Und das ist natürlich jedes Jahr wieder eine neue Kernarbeit, weil der eine springt ab, den anderen müssen wir suchen. Das ist also sehr stark auch natürlich von Gesprächen abhängig, die also Jahr für Jahr geführt werden. Also da sind wir schon sehr dankbar, dass die Wirtschaft also da für uns da ist, dass wir also dort und auch ich für mich persönlich nachts ganz ruhig schlafen kann. Ist das in den letzten Jahren schwieriger geworden, Sponsoren zu finden und auch so ein bisschen zu binden? Ach, das eine ist schwer, das kann man nicht so pauschalieren. Ja. Wenn ich jetzt Ja oder Nein sagen würde, würde ich etwas Falsches sagen. Mhm. Nein, der eine sieht sein Engagement beendet an und der andere sagt, tolle Idee, bin ich dabei. Wir müssen natürlich auch begeistern, wir müssen natürlich auch die Idee also in die Firma hineintragen. Mhm. Das tun wir und ja gut, die Resonanz ist zufriedenstellend, bis gut. Es haben sich ja diverse Firmen und Organisationen dort präsentiert. Gab es mehr Bewerbungen als freie Plätze? Oder wie war's? Ja, tatsächlich. Also wir haben inzwischen ein Platzproblem. Wir haben also dort rund 90 Stände, die also aufgebaut werden und mit nach Aktion. Und wir haben wesentlich mehr Anfragen, als wir also dort also befriedigen können. Also von daher sagen wir tatsächlich dem einen oder anderen, wir müssen absagen, also zumindest für dieses Mal. Wir müssen dann fürs nächste Jahr wieder also planen. Also das ist auch so. Ja, herzlichen Dank für das Kommen und wir wünschen auch, dass in Zukunft es noch ganz, ganz viele tolle Kindertage geben wird im Bürgerpark.